Wow, der Bitcoin ist seit unserem letzten Video über 20% gefallen und das in innerhalb 3 Tagen nur. Der Fiat Greed Index zeigt an, dass im Moment der Markt extreme Angst hat. Das wohl phänomenalste Interview wird dieses Jahr ausgetragen, das Interview Elon Musk mit Donald Trump. Und liegt es etwa daran, dass der Bitcoin jetzt so viel gecrashed ist, daran, dass Donald Trump ordentlich an Chancen verloren hat, dass er jetzt Präsident wird? Das und noch mehr schauen wir uns jetzt nach dem Intro an. Bleib auf jeden Fall an dieser heutigen Krypto-Markt-Update-Folge wieder am Start. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen Video. Als erstes legen wir direkt los mit dem Bitcoin-Chart und wie jeden Freitag schauen wir uns natürlich als erstes immer den Bitcoin-Chart an. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir hatten hier letzte Woche Freitag unser letzte Marktupdate-Folge hochgeladen und seitdem sind wir hier in 3 Tagen bzw. 3 Tage danach um mehr als 20% gefallen. Um genau zu sein, können wir hier sehen, 23% sind wir hier nach meiner letzten Marktupdate-Folge am Freitag letzte Woche gefallen, was schon wirklich absolut crazy ist. Und die meisten Altcoins sind sogar fast das Doppelte gefallen, heißt 40%. Mittlerweile, muss ich sagen, sind wir jetzt aber auch wieder gestiegen um 14% seit dem Crash. Sind natürlich immer noch durch diesen kleinen Flash-Crash, sage ich jetzt einfach mal, deutlich im Minus. Aber wir haben hier schon mal wieder einen guten Aufstieg erlebt, müssen jetzt natürlich schauen, ob wir uns bei dieser Marke hier halten können, bei dieser Resistance Zone. Das ist nämlich eine Resistance Zone und wenn wir hier uns halten können und jetzt nicht weiter nach unten wieder fallen, dann sieht das langfristig natürlich gut aus. Generell langfristig, was meine ich damit? Ich meine jetzt in den nächsten Wochen, natürlich auf die Monate betrachtet oder auch 2025, sieht das Ganze relativ gut aus, wie ich finde. Aber wir dürfen halt eben nicht vergessen, dass hier auf jeden Fall ein Crash noch kommen kann, wiederkommen kann, dass eine Rezession kommen kann. Derzeit sieht es ja wirklich nicht sehr, sehr gut aus. Aber wir schauen uns doch jetzt mal an, denn das ist für mich relativ wichtig. Wieso ist Bitcoin eigentlich so viel gefallen? Was gab es da für einen Auslöser? Einerseits kann man natürlich jetzt dementieren, dass man jetzt sagt, es ist so stark gefallen, weil halt eben ein neuer Krieg beginnt bzw. jetzt anfängt und zwar mit Iran und Israel. Aber schauen wir uns doch auch mal eine Sache an, die ich finde, welche auch sehr, sehr ausschlaggebend dafür ist, weil halt eben auch nicht nur Bitcoin gefallen ist, sondern die ganzen Finanzmärkte in den letzten Tagen. Und ich glaube, es hat Folgendes damit zu tun. Und zwar glaube ich auch, dass hier eben etwas mit dem Bitcoin Crash, dem kurzen Flash Crash zu tun hat, dass Trump hier ordentlich an Prozente verloren hat und gleichzeitig wirklich fast das gleiche Muster Kamala Harris an Chancen gewonnen hat. Es sind auf jeden Fall crazy Zeiten, die hier gerade im Moment am Kryptomarkt sind. Und ich würde noch nicht voreilig handeln und sagen, wir haben das jetzt überstanden. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach abwarten, ob wir uns in dieser Zone halten. Wenn wir uns da halten können, auch die nächsten Tage noch, dann sieht das gut aus. Oder wenn wir sogar hier vielleicht diese Resistance Zone übersteigen, auf wieder 60.000, sieht das Ganze wieder sehr, sehr gut aus. Und deswegen würde ich hier derzeit keinen Trade, wie gesagt, aufmachen. Aber wie genau ich jetzt vorgehe, am Ende meine Strategie, was ich jetzt derzeit mache und was ich derzeit nicht machen würde. Aber kommen wir jetzt auch zu einem Interview, welches wirklich sehr, sehr spannend werden könnte. Denn Elon Musk und Donald Trump haben angekündigt, dass sie jetzt am kommenden Montag ein Interview zusammen machen werden. Quasi sich selber interviewen, so habe ich das jetzt verstanden. Und Elon Musk hat jetzt auch kürzlich erst bestätigt, dass dieses Interview live auf X sogar ausgestrahlt wird. Das ganze Interview hier mit Elon Musk und Donald Trump. Was auf jeden Fall hier besprochen wird, keine Ahnung, lasst uns einfach überraschen. Vielleicht wird hier sogar über Krypto geredet, weil sie beide eben über Krypto Ahnung haben und auch beide Krypto interessiert sind. Aber wer weiß das schon, das werden wir am Montag sehen. Kommen wir jetzt zu den Altcoin-News. Und zwar haben wir als erstes Grass und Grass hatte ich hier
auf meinem Kanal auch schon vorgestellt, ist mittlerweile schon ein etwas bekannteres Projekt, quasi eine AI-Infrastruktur für eben Daten. Und hier hat eben Grass jetzt angekündigt, dass hier eben jetzt auch die Desktop-App zum Downloaden verfügbar ist. Das Ganze sieht dann so aus, ihr müsst einfach auf eure Seite gehen, beziehungsweise auf euer angemeldeten Account und könnt hier dann Grass Desktop Node runterladen, das Ganze, und dann könnt ihr halt eben noch mehr Punkte farmen bei Grass quasi. Das Ganze ist super simpel, auch das Downloaden ist super simpel, wird von keinen Antiviren erkannt, was halt auch sehr gut ist, also heißt, also sie werden das nicht als Virus bezeichnen, weil eben halt die ganzen Entwickler von Grass das so optimiert haben, dass hier eben das nicht als Virus erkannt wird. Ansonsten sehr, sehr cool, könnt ihr gerne einfach mal runterladen, ist kostenlos und dann könnt ihr sofort starten mit einem Account. Was sehr interessant ist, was einige LF0-Anhänger vielleicht interessieren könnte, ist, dass wir hier ein neues Projekt haben auf LF0 und zwar heißt das Ganze hier Project LOL. Und Project LOL ist ein Launchpad für Memecoins. Und wir sehen hier schon die Seite, es ist super simpel. Man sieht hier die neuesten Memecoins, heißt man kann hier auf Neueste gehen. Dann sieht man hier halt eben zum Beispiel die neuesten Memecoins, die derzeit gelauncht wurden oder halt eben auch launchen werden. Zum Beispiel haben wir hier den Karma-Token von Kamala Harris, den Trump-Token, Pump It, Zero to the Moon und so weiter, was halt eben die Leute erstellt haben. Hier seht ihr auf jeden Fall aber nur die Token, die hier auf dieser Plattform erstellt wurden, heißt hier auf LF0, nicht irgendwelche Solana-Meme-Coins. Hier seht ihr, wie gesagt, nur die Tokens, die halt eben auf LF0 erstellt wurden. Wenn ihr ein Meme-Coin auch erstellen wollt, könnt ihr das super simpel machen. Einfach auf Create, ein Token-Name, Token-Symbol, Description, heißt zum Beispiel, schreibt ihr was über euren Meme-Coin. Ihr könnt optional, müsst ihr natürlich nicht, euren Twitter-Account, euren Telegram, eure Website und dann könnt ihr gerade mal für 2 A0 derzeit unter 1 Euro einfach schon den Meme-Coin erstellen. Heißt, ihr müsst nicht mal 1 Euro in A0 bezahlen, einfach 2 A0 auf irgendeine Wallet von euch senden und so einfach könnt ihr heutzutage einen Meme-Coin erstellen, das Ganze über LF0, wo die Transaction-Fees ja auch super niedrig sind, also LF0 hier auf jeden Fall eine sehr, sehr attraktive Chain für Meme-Coins jetzt. Kommen wir jetzt auch schon zur letzten News und zwar haben wir was Neues von Infinity Hash neulich bekommen und zwar haben sie hier angekündigt, dass jetzt ihr eigener Token XIHS auf der Börse CoinEx listen wird demnächst. Da wird auch nochmal CoinEx wahrscheinlich eine offizielle Ankündigung machen. Aber sie haben es halt eben auch schon auf ihrem eigenen Account angekündigt. Des Weiteren kann man sich hier eben halt jetzt auf CoinEx registrieren. Ich persönlich finde die Börse auch sehr, sehr solide. Ich würde aber euch persönlich selber eher zum Beispiel BitGet empfehlen. Meine persönliche Empfehlung ist nochmal deutlich besser von den Volumen auch. Aber da ist, denke ich, jeder selber so seine Meinung. Aber ihr könnt mit CoinEx natürlich auch nichts falsch machen. Aber falls ihr auf BitGet gehen wollt und professionell traden wollt, zweiter Link in der Videobeschreibung, checkt einfach mal unten meinen Link über BitGet ab, falls ihr noch nach den neuesten Krypto-Tokens sucht. So, kommen wir jetzt aber zu meiner Strategie. Als letztes, wie ich mich nun jetzt eigentlich verhalte. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich vor? Und so weiter. Und ich kann euch Folgendes sagen. Ich werde derzeit oder habe auch derzeit keine Position mehr offen. Ich hatte kurz vor diesem Crash eine Long-Position bei Casper offen. Ja, war halt eben keine große Position, wo ich irgendwie viel Profit nehmen wollte. Eine etwas kleinere. Diese ging aber gut nach hinten los. Ich konnte die dann zum Glück ohne wirklich viel Verlust einfach closen wieder und dann ging das Ganze wieder gut. Aber wie würde ich jetzt vorgehen? Ich würde persönlich jetzt keinen Long Trade erstmal eingehen, Short eventuell eigentlich auch nicht. Man muss da einfach abwarten. Meine Trading-Strategie ist sowieso ziemlich simpel, aber auch relativ gut. Ich trade halt mit Support und Resistance und nehme halt eben Trendlinien zur Unterstützung quasi. Und das ist basically meine Strategie und schaue halt eben auch noch dazu passend auf den ASI-Indikator und dazu halt eben die Volumen, ob die halt eben steigen oder fallen. Das Ganze nehme ich als Hilfsmittel. Aber am wichtigsten bei meiner Strategie ist halt eben Support und Resistance. Gibt es auch verschiedene Indikatoren, falls ihr nicht wisst, wo Support und Resistance man einzeichnen muss. Ansonsten, ja, ist meine Strategie derzeit kein Long Trade, kein Short Trade. Ich würde, wenn dann, nochmal abwarten, bis wir hier hochgehen. Heißt, wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen und dann nochmal fallen, würde ich natürlich darauf spekulieren, dass wir hier fallen. Natürlich weiß ich es nicht. Vielleicht könnten wir auch beim nächsten Mal, wenn wir hier eben an unsere Resistance Zone anbrechen, dann durchbrechen, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn wir das nächste Mal hier halt eben am Rand sind, beziehungsweise überhaupt die Resistance Zone wieder antesten, werde ich hier einen kleinen Short Trade aufmachen. Ich würde es aber persönlich nicht empfehlen, ich würde derzeit euch nur empfehlen, Spotkäufe zu machen, heißt immer, wenn der Kurs fällt, würde ich halt eben immer wieder kaufen. Das nächste Mal würde ich zum Beispiel hier irgendwo kaufen wieder
und so weiter. Also Spot kann man hier wirklich nichts falsch machen, weil Spotkäufe sind halt eben meistens fürs langfristige Halten, fürs Hodeln. Deswegen, Freunde, würde ich derzeit nur Spot kaufen und halt eben, wenn dann nur shorten. Und wenn wir halt eben hier drüber sind und auch hier wirklich sicher drüber sind, dann würde ich wieder Long Trades machen. Das soweit zu meiner Strategie. Freunde, schreibt gerne mal auch, wenn ihr eine Strategie derzeit ihr in der aktuellen Situation habt. Würde mich super interessieren. Ansonsten war es jetzt mit dem Video. Lasst gerne dem Video ein Like da und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal, damit ihr absolut nichts mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video am Montag wieder. Habt ein wundervolles Wochenende, beziehungsweise sehen wir uns morgen wieder und dann am Montag. Habt ein wundervolles Wochenende und ciao.